So, anscheinend laufen wir jetzt im Trio hier rum. Was mit dem anderen passiert ist, wie hieß er nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Ah, Als Joseph. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik, Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Ich trau ihr irgendwie nicht hundertprozentig. Irgendwie ist sie nicht so geheuer. So, ich schaue hier nochmal überall. Man versteht schon, was ich damit vielleicht bezwecken will. Ich muss unbedingt die Sprintdauer noch... Ah, Mann. Ein bisschen hoch machen, hochpushen. Hier geht's nicht lang. Hä? Ah, ja, Metalltür. Ich sehe schon. Mhm. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten? Oder Kopfschmerzen? Nein. Warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jedem. Ja, ganz komisch, dass sie das nicht hatte. Ich glaube, wir hatten das ja auch schon. Oh, nice, es geht. Das ist lustig, wenn man ganz woanders hinschlägt. Oh. Aber dann doch trifft. Hier unten drunter ist nichts mehr. Da kommen wir nicht lang, also müssen wir hier hoch. Alles klar. Aua. Bei uns fängt es also auch an, so wie bei Joseph, nur dass wir nicht so rumjammern. Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Wer? Hallo? Scheiße. Hallo? Als ob so eine Tür einen aufhalten könnte. Die hat Glas da oben drin. Wir haben eine Schrotflinte, wir haben eine Magnum. Pass auf, also, pass auf, pass Leslie! Auf. Leslie? Wie konnte es... Leslie, bist du es? Wie konnte sie ihn nicht sehen? Leslie, sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Hey! Alles klar. Leslie? Wie? Ich frage mich gerade, wir kommen auch nicht mehr rein, ne? Nee, ich frage mich gerade, wie konnte er an ihr vorbeigehen? Und außerdem ist sie rechts runtergelaufen, das habe ich genau gesehen. Da ist aber nichts. Okay, kleiner Fehler. Wie konnte sie an ihm vorbeigehen, ohne ihn zu sehen? Spawnt Leslie einfach irgendwo? Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. What? Danger.
Ich hab's gerade gelesen. Steck die Waffe bloß weg. Hier kann man sich nur verstecken. Bringt das was, wenn man... Der macht doch Funken mit seinem Geschleife, oder? Ich hau dir mal um. Das wollte ich nicht. Alter, wenn du hier ein Streichholz anzündest. Das war's schon? So einer wieder. Die könnte man so leicht bekämpfen, wenn man sie abschießen dürfte. Was man leider nicht darf. Och nö, ne? Da ist niemand. Da ist jemand. Mach's gut. Ja, genau. Ich wäre fast drauf reingefallen, Spiel. Den krieg ich so nicht, der sieht mich. Ich muss warten, bis er... Ah, da ist er! Bis er hier wieder vorbeikommt. Ich guck halt wirklich so. Alter, die Maske, Alter.
Aua! Fuck! You! Da liegt er! Ich brenn dich nicht an, Junge! Aber bleib tot! Aber auch nur, weil ich ihn nicht anbrennen kann. Wo ist seine Axt? Ha! Axt! So, Kollege. Das sind zwei. Das scheint die gar nicht zu interessieren. Ich dachte, jetzt knallt's. Aua! Hui! Und drauf! Und drauf! Und drauf! Ich glaube den Hammer. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist tot. Jo, der ist tot. Garantiert nicht. Garantiert nicht. Weil das Spiel will mich ständig verleiten, die Alte zu verbrennen. Also Leute zu verbrennen. Das ist nicht gut. Na bitte, ey. Ich will wieder schießen dürfen, das ist doch scheiße. Aber gut, dass wir ein bisschen was investiert haben für Nahkampfschaden. Auf die Art schlagen wir es 6 Mal, dann sind sie ja auch K.O. Joseph. Okay, hier kommen wir runter. Da ist nichts mehr. Also gehen wir runter. Joseph! Kriegen wir eine Überraschung? Granate haben wir jetzt schon ein paar Mal benutzt wieder. Hier gibt's noch ein bisschen was. Da kann man noch rauf, okay. Gibt's hier noch was? Oh, eine... Oh, Puppenwerkstatt. Mach's gut. War doch klar, dass irgendwann mal sowas passiert, oder? 2 Stück bekommen, 1 verbraucht. Ganz gut. Kann man die auch durchsuchen oder kann man sie nur verstecken? Ich verstecke mich nicht mehr in dem, wo der Kerl drin war. Das ist ja ekelhaft.
Eimach? Nee, klar. Gläserfarbe. Ich dachte schon Eimachgläser. So. Man muss ja alles... Gut, man muss nicht, aber man kann ja alles mitnehmen, solange es da ist. So, hier ist nix. Hier geht's auch noch rein. Oh! Was lernen wir daraus? Wenn man schön überall nachschaut, kriegt man einen Haufen Zeug nachgeschmissen. So, hier ist sehr dunkel. Natürlich wieder ein Notizbüchlein. Tagebuch von Sebastian Castellanos, August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Gitman ist jung und noch grün hinter den Ohren, aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerkte, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, auch wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch. Distanziert. Es ist ihr Job, zu beobachten, zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einem Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. So, mal ganz kurz was gucken. Oh, ich dachte, ich habe vergessen, die Zeit zu nehmen, aber... What? Sehr überengagiert. Serial Killer investigates missing. Ermittler verschwunden. Ermittler im Fall der Serienmorde verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind in Stocken geraten. Die Polizei dementierte unterdessen, dass der Leitenermittler vermisst wird. Natürlich, die werden alle zum Schweigen gebracht. Weil es einfacher ist. Was denn sonst? Hier staubt's auf einmal. War das schon vorher so? Das mache ich nochmal schnell jetzt mit dem Vergeben. Es wäre das letzte. Spritzenwirkung? Nein. Waffen? Hm. 8000. Feuerrate, Nachlade. Wir können eh schon 15 Streichhölzer, so viel finden wir nicht mal mehr. Genauigkeit. Abgeschlossen. Genauigkeit. Jetzt müssen wir eigentlich ganz genau treffen, wenn wir auf den Kopf zielen. Und nicht irgendwie das Geländer abschießen, so wie vorhin. Das war schon ein bisschen scheiße. So, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz. Haben Sie etwas vergessen? Nee, ich hatte nur ein bisschen aufgestockt. Kein Thema. Lass dich nicht von mir irgendwie, ne? Pass auf, jetzt gibt mir nochmal 10.000 Soße. Hallo? Hä? Auch gut. Alle weg. Alle weg. Schön, dass wir jetzt so wieder so viel haben. Ich hätte gerne aber noch ein paar Schlüssel. Ich glaube, ich habe schon ein paar übersehen. Da kann ich eigentlich drauf wetten, dass es so ist.